Schwestern und Brüder, am 15. August wollen wir unsere Pfarrei Christkönig dem Heiligsten Herzen Jesu und dem Herzen Mariens weihen. Das ist ein großartiger Akt, den wir uns da vorgenommen haben. Wie kamen Sie auf die Idee einer solchen Weihe? Am 13. Mai fiel das Fest Christi Himmelfahrt und der Erscheinungstag von Fatima auf einen Tag. Und da kamen Gläubige aus unserer Pfarrei auf mich zu und baten mich zu dieser Weihe an das Heiligste Herz Mariens. Ich fand das ein bisschen unpassend, am Fest Christi Himmelfahrt diese Weihe durchzuführen. Außerdem war das alles sehr spontan. Ich wollte gerne, dass wir die ganze Pfarrgemeinde mitnehmen, dass der Pfarrgemeinderat mit einbezogen wird, dass wir auch eine Vorbereitungszeit auf dieses Ereignis haben. Und so hat auch der Pfarrgemeinderat entschieden, dass wir das jetzt am 15. August machen. Und da haben wir eine Vorbereitungszeit. Es gibt Leute, die beten für dieses Ereignis. Und wir nehmen die ganze Pfarrei mit auf den Weg. Warum ist eine Weihe an die Herzen Jesu und Mariens sinnvoll? Und was bedeutet das für Sie konkret? Ja, wenn wir einmal schauen, was bedeutet Herz? Herz ist die Mitte des Menschen. Hier wird das Blut in die ganzen Organe hineingepumpt, durch die Lunge hindurch und so weiter. Und das Herz ist also ein besonderer Ort des Menschen. Und wenn wir das Herz Jesu und das Herz Mariens verehren, dann verehren wir praktisch so die gesamte Mitte. Und gerade beim Herzen Jesu, da ist es so, dass von unserer Darstellung her auf dem Altar das Herz gezeigt wird mit einer Dornenkrone, also Christus hat für uns gelitten, auch mit einem Kreuz und mit Flammen daraus. Das ist eine flammende Liebe, das Herz Jesu brennt für uns, das möchte uns lieben und wir sollen auf diese Liebe antworten. Und so sehe ich auch diese Weihe, dass wir uns ganz besonders mit Jesus und mit Maria beschäftigen. Maria, die ganz Ja gesagt hat zum Willen Gottes, die also die Erste ist, die ganz auf Gott hin ausgerichtet war. Da ist sie uns Beispiel und Jesus selbst, der uns erlöst und befreit hat mit allem, was zu ihm gehört, mit seinem ganzen Herzen, sage ich einmal. Und da kommen wir auch in eine Herzenshaltung hinein und deswegen halte ich diese Weihe auch so sinnvoll. Warum wurde als Gebetsbild das Bild der Mondsichel Madonna gewählt? Das Bild von der Mondsichel oder die Mondsichel Madonna geht auf einen Bericht aus der Apokalypse des Johannes zurück. Dort verfolgt der Drache eine schwangere Frau, die praktisch das Bild für Maria ist. Und diese Frau wird gerettet und es entbrennt ein Kampf zwischen dem Satan und dem Erzengel Michael. Und letztlich siegt der Erzengel Michael über den Drachen und die Frau wird bewahrt. Und so ist Maria auch bewahrt. Welche spirituellen Akzente erhoffen Sie sich von der Zeremonie? Wenn wir unsere Pfarrgemeinde, unsere neu gegründete Pfarrgemeinde Christkönig, dem Heiligsten Herzen Jesu und dem unbefleckten Herzen Mariens weihen, ist das ja ein öffentlicher Akt und wird gesehen von vielen Leuten. Wenn wir etwas öffentlich machen, dann legen wir uns ja auch in einer besonderen Weise fest. Wir weihen uns selbst, das heißt, wir wollen in einer besonderen Weise Gott begegnen und in dieser Verbindung mit Gott bleiben. Und deswegen wollen wir diese Weihe durchführen und dafür erhoffen wir uns für die Pfarrgemeinde ganz neue spirituelle Möglichkeiten, ganz neue Herausforderungen, die wir bewältigen können, weil wir ganz uns mit Christus und mit Maria verbinden. Was bedeutet es, eine Kirchengemeinde zu weihen? Wir greifen da auf eine katholische Tradition zurück. Wir kennen das Wort Weihe auch, besonders von der Priesterweihe. Und da wird ja etwas übergeben. Jemand übergibt sich dem Herrn, um sich ganz dem Herrn zur Verfügung zu stellen. Und so wollen wir uns ganz übergeben und dem Herzen Jesu und dem Herzen Mariens übergeben, damit bei uns auch etwas Frucht bringt.
Normalerweise weiht man Menschen. Warum jetzt eine ganze Pfarrgemeinde? Ja, bei dieser Weihe geht es natürlich auch um jeden Einzelnen. Jeder Einzelne soll seine ganz persönliche Entscheidung fällen. Und wenn wir das Herz Jesu jetzt meinen, da habe ich ja eben schon mal gesagt, es geht um die Person Mitte Jesu. Es geht darum, was Jesus für uns getan hat. Er hat uns erlöst und befreit, dadurch, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist, dadurch, dass er praktisch für uns auch gefoltert worden ist. Und diese Haltung, dass Jesus das für uns getan hat, wollen wir dankbar sein und da unser Danke einfach dafür setzen und in diese Haltung auch hineinkommen, dass wir aus dieser Dankbarkeit heraus leben und unser Leben auch gestalten können. Es ist ja unglaublich, dass Gott in die Welt gekommen ist, nur um uns zu retten, nur um uns zu befreien und sich das wieder bewusst zu machen. Dafür steht das Herz Jesu und dafür wollen wir das auch tun. Und warum jetzt auch Maria? Maria ist die Erste, die ganz Ja gesagt hat zum Willen Gottes, die ganz auf ihn ausgerichtet war und die bis unter das Kreuz ausgehalten hat. Deswegen ist Maria uns Vorbild und diejenige, an der wir uns ausrichten können, wenn wir auch Ja sagen zum Willen Gottes. Es geht also um meine persönliche Haltung? Ja, es geht tatsächlich um meine persönliche Haltung. Wenn wir diese Darstellung der Pietà anschauen, könnte man meinen, mit Jesus sei es vorbei, er ist gescheitert. Und so erleben wir auch viele Situationen in unserem Leben, wo wir scheinbar scheitern, wo Dinge nicht funktionieren, wo wir leiden an verschiedenen menschlichen oder anderen Dingen, die uns runterziehen. Aber der gestorbene Christus bleibt nicht im Tod, er steht von den Toten auf und er ist derjenige, der über den Tod triumphiert. Und deswegen können wir in dieser Haltung, wenn wir das betrachten, auch davon ausgehen, dass für uns das Leben hier nicht zu Ende ist, sondern dass wir auf eine Zukunft hinleben. Und diese Zukunft, die ist bei Christus und mit Christus. Diese Haltung kann uns helfen, aus unseren ganz persönlichen Misserfolgen, aus unseren Talsohlen des Lebens herauszukommen, weil ich weiß, der Herr lebt. Jesus ist nicht im Tod geblieben, er ist auferstanden. Und unsere wahre Heimat ist im Himmel. Das befreit. Da weiß ich, es kann mir eigentlich gar nichts passieren. Jesus ist da, er lebt, er geht mit mir. Und Maria hat ganz auf den Herrn vertraut und auch sie ist da und hilft mir hier auf Erden. Und deswegen ist es gut, dem Herzen Jesu, dem Herzen Mariens nahe zu kommen und für sich persönlich eine Entscheidung dafür zu fällen, dem Herrn und Maria nachzufolgen.